Ja, servus Leute. Kaiser Katana meldet sich nach etwas längerer Pause mal wieder. Ich hatte hier riesige Probleme mit meinem Camtasia. Hat gemeint, es müsste einfach mal grundsätzlich bei 10 Minuten Videos die letzten 3 Minuten in die Tonne kloppen. Somit, ja, 8 Videos für den Arsch, was ich nicht gemerkt habe, weil ich doof war. Jetzt werde ich natürlich nach jedem Video rendern. Das heißt, die Abstände vom Hochladen werden zwar größer, aber dafür sicherer, weil, ja. 8 Videos gemacht, danach gerendert und alle 8 Videos nur 7 Minuten lang. Und es fehlen 3 Minuten. Ey, ich war bis Ende Opern ausgekommen und jetzt, na. Gut, ich habe mir jetzt wieder einen Stand gebastelt, dass ich wieder Bartholis versteckt bin, genau da, wo das letzte Video abgekackt ist. Man sieht, ich habe etwas besser gehaust, was Medipacks angeht. Ich habe fast nichts verbraucht. Munition, alles gleich geblieben, hat sich nichts getan, waffentechnisch mäßig. Ja, dann wollen wir einfach mal weitermachen. Wie ihr wisst, waren wir hier, Bartolis Versteck gerade frisch drin. Ja, ich hatte die Uzis verkackt im genauesten Sinn. Jo, meine Energie wieder prickelnd ohne Ende. Ja, dann wollen wir einfach mal hier weitermachen. Gut, was hat sich sonst Neues ergeben? Ja, ich habe jetzt endlich eine Camtasia-Vollversion. Damit sind meine ganzen Camtasia-Probleme endlich mal jetzt beiseite, weil diese Testversion, Trial-Scheiße und so ein Müll ist jetzt weg. Ja, was ich nicht alles an Geld für euch investiere, ist Hammer, oder? Ja. Wie gesagt, das sollte jetzt alles einwandfrei funktionieren. Oh, ob das reicht? Yes. Sollte alles einwandfrei funktionieren, genau, da waren wir. Sonst, was gibt's noch Neues? Ja, ich bin gerade drauf und dran, mir ein paar Infos zu einem Emulator zu holen, sodass ich mal die Next-Gen-Games alle angehen kann. Stehe ich gerade? Werde ich jetzt. Oh, war nicht gerade. Stehe ich jetzt gerade? Yo! Ah, das ist doch schon mal was. Super. Ja, Next-Gen-Games angehen. Sachen like. Was gibt's denn da Schönes hier? Dead Space für die PS3 oder Halo. Ja, okay, Halo ist kein Next-Gen-Game. Sondern eher ein schöner alter Klassiker des 1er und 2er. Aber in die Richtung möchte ich dann weitergehen. Gut, was haben wir hier? Wir haben ein Versteck gefunden. Die Uzis. Luzi, Uzi, Huzi, Muzi. Ja, wollen wir mal hier weitermachen. Ach, ich habe schon wieder vergessen, mir eine Uhr hinzustellen. Ach, egal. Ja, Lara mault wieder, dass ich hier nicht hoch kann. Ist ihr zu eng. Ist mir aber Jacke wie Hose. Mit der Energie so ein Sprung ist saugefährlich. Naja, wie dem auch sei. Wir sind jetzt hier kurz vor Bartolis Ende Versteck. Endepeng, hier. Sind wir gleich. Yes. Wir haben hoffentlich dran gedacht, den Bombenschlüssel mitzunehmen. Ich denke schon. Ah, yes. Stylo-matico. So. Bisschen zu weit. Oh, Grafikfehler hilft mir wieder. So. Kurzer Quicksave, dann zeige ich euch auch mal meine neuen Speichertechniken. Wir haben hier nach jedem Level einen fetten Save für den Anfang, falls mal wieder so eine Scheiße passiert. Und mein Hauptspeicher. So. Guckt es euch nochmal an. So sah es aus. Und jetzt, was machen wir draus? Wir standen eben schön. Oh, jetzt hat sie das Teil gestellt. Zack, boom. Ja, das dachte ich mir schon. Ich muss doch ein Medipack nehmen. Ich wollte es eigentlich schnell machen. Drecksack da oben, Alter. Komm schon. Komm schon. Jetzt mache ich keinen auf. Hab ich ihn? Yes. Gut. Jetzt könnt ihr euch das Haus mal angucken. Wir haben hier eine wunderschöne Mega-Granatenexplosion reingejammert. Das Ding ist Geschichte. Und damit machen wir uns jetzt auch directly auf den Weg zum Opernhaus, das genau hier hinten dran ist. Ja. Wow, Stylus hat ja mal voll gepasst. Hm.
Perfekt. Den letzten Zentimeter zum Klopanhaus. Sicherheitshalber. Woo! Backwards. So, 24. Ein komplettes Medipack benutzt. Schade auch. Ja, aber alle Drachen wieder. Meine Treffer zur benötigten Munition waren auch immer besser. Von daher, ab geht's zum Opernhaus. Tada! Das ist der wunderschöne Levelanfang vom Opernhaus. So, jetzt legt sich der Herr Katana wieder einen Opernhaus-Speicher an. Und es geht weiter. Gut, unser Ziel ist es, da hinten hoch rein Richtung Opernhaus. Um das Ganze zu realisieren, brauchen wir aber einen Schlüssel, weil da hinten ist die Tür abgeschlossen. So, dementsprechend, die Kiste will uns nichts Gutes, die Klappe ist dicht, wir haben keine andere Wahl außer abwärts. Aber, da unten ist ein ganz böser Scherge, der uns ins Leder will. Deshalb bescheißen wir mal ein bisschen. Arschloch! Ist nicht wahr. Drecksack. Okay. Wenn, dann sterbe ich stylisch. Ist nicht wahr, jetzt kriegt sie den Körper nicht mal hin. Meine Fresse, die Frau ist zu nichts zu gebrauchen. Okay, Opernhaus. Eigentlich wollte ich das etwas schneller und intelligenter gestalten. Aber, pff. Oh, wir haben ja noch genug hier. Munition. Machen wir das anders da. Das ist nicht wahr jetzt, oder? Der Typ ist... Warte. Boah, das kann's doch nicht sein. Doch nicht wahr jetzt, oder? Komm schon, ich werde wohl. Ey, ich will halt gucken, dass ich so wenig wie Energie wie möglich Energie verballer hier. Okay, auch wenn ich davon ganz wenig habe und so eigentlich für den letzten Endboss mir immer gerne aufhebe, werden wir heute mal mit den Uzis arbeiten. Das war kurz und schmerzlos. Jo, der ist Geschichte. Nach dem dritten Versuch, warum auch immer, naja, gibt mir natürlich Automatik-Muni, weil mit Uzi-Muni wäre ich ja jetzt echt gut dabei. Und dann wollen wir mal weiter hier im Text. Hier hinten können wir wieder towards, upwards. Jo, auf geht's. Dann machen wir mal wieder eins höher. Opernhaus, mitunter einer der größten Level in Tomb Raider 2. Gleich nach Tempel von Xian, der Horror ist für jemand, der das Ding blind spielt. Ja. Komm, ich lang's. Ach, schade. Wäre jetzt auch zu schön. Komm, nett an die Decke. Ach, du bist so scheiße, Lava. So. Den Schalter wollen wir aufmachen hier. Weil der öffnet uns den Sesam. Tada, Sesam, öffne dich. Ja, natürlich klar, wieder ein ganz, ganz böser Schläger. Ein ganz fieser Gangster. Oh, ist nicht wahr. Oh, Lara, du Stück Scheiße. Oh, jetzt muss... Jetzt... Gut. Guti gut. Wow, das wäre jetzt böse in die Hose gegangen. Yo! Gut, wir machen hier jetzt mal einen klitzekleinen Schnitt. Und dann schauen wir mal weiter. Danke fürs Zuschauen.